Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Rezo ist einer der größten deutschen YouTuber, unbekannt für seine anspruchsvolle Unterhaltung. Mein Schwanz. Mehr Haare darum als ich, bin eher so. Aber nicht auch. Und mehr als ich. Meins. Er macht mit seinem Kanal namens Rezo. Ja lol ey. Ja lol ey. Aber nicht nur Unterhaltung, sondern auch politische Videos. Den meisten dürfte Rezo ja spätestens nach diesem medial gehypten Video mit der Zerstörung der CDU bekannt sein. Das hat ganze 18 Millionen Aufrufe erhalten. Oder vielleicht kennst du ihn auch mit dieser Aussage. Es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Das heißt, es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Jetzt hat er zu den ganzen Corona-Demonstrationen ein neues Video gemacht mit dem Titel "Wenn Idioten deine Freiheit und Gesundheit gefährden". Und die Medien berichten natürlich mal wieder. Das Video wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer auseinandernehmen. Die Quellen habe ich wie immer unten in der Beschreibung verlinkt und ihr findet auch in der Beschreibung eine Übersicht über die Themen, die ich hier anspreche. Jedes Mal mit Zeitstempel. Nochmal kurz zu mir. Rezo versucht ja in diesem Video die ganzen Corona-Demonstrationen in die rechte Ecke zu stellen. Mir geht es überhaupt nicht darum, eben wie Rechtsextremismus zu verharmlosen. Also nochmal, wer mich hier nicht kennt, wer neu auf meinem Kanal ist, ich bin libertär oder voluntaristisch unterwegs. Ich bin ein großer Anhänger von Ludwig von Mises. Da mache ich auch viele Videos dazu. Und zwar Ludwig von Mises ist ein Jude, der vor den Nazis geflüchtet ist und sein ganzes Leben lang eigentlich ja über die totalitären Gefahren von rechts und auch von links geschrieben hat. Insofern, unter diesem Eindruck von Ludwig von Mises möchte ich mir auch dieses Video hier anschauen, dass ich möglichst sachlich einfach aufzeige, was er hier für Fakten bringt. Und natürlich, das möchte ich auch dazu sagen, ich beschäftige mich seit März sehr viel mit Corona, teilweise 8 bis 12 Stunden am Tag. Und ich würde wahrscheinlich nach Rezo auch zu diesen sogenannten Corona-Leugnern gehören. Insofern sympathisiere ich natürlich mit dieser Querdenker-Bewegung, versuche aber trotzdem hier möglichst objektiv zu bleiben. Also, auf geht's. Worum geht es, Rezo? In diesem Video geht es um Corona. Vor allen Dingen um Leute, die auf Masken, Abstände und ihre Mitmenschen scheißen, damit die Pandemie weiter vorantragen und so dafür sorgen, dass nicht nur mehr Menschen erkranken, sondern wir auch alle zum Ausgleich mehr Einschränkungen aushalten müssen. Ah, okay, also diese Menschen, die auf diese Demos gehen, die lässt das Leid der anderen Menschen kalt. Wegen ihnen gehen die Infektionszahlen durch die Decke und wir müssen mehr Maßnahmen ertragen. Okay, wir lernen also gleich zu Anfang, Rezo ist der Gute und die anderen sind die Bösen. Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Und lieber bin ich der Gute als der Böse. Ja, wie er denn diese Behauptung belegt, werden wir uns dann gleich mal genauer ansehen. Die Sendung heißt übrigens Die klugen Denker. Ich so krass, really? Da kann man also gespannt sein, wie klug Rezo wirklich ist. Ja, erstmal muss man sich anschauen, warum diese Menschen denn auf die Straße gehen. Natürlich gibt es da zig verschiedene Gründe, aber der Hauptgrund ist natürlich immer die Unverhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen, dass die viel mehr schaden, als dass die Nutzen bringen. So haben zum Beispiel zahlreiche Studien die Unwirksamkeit der Maßnahmen belegt. Die Studien kommen zum Beispiel aus Oxford, aus Israel und von JP Morgan, vom amerikanischen Militär, dem National Bureau of Economic Research oder jetzt ganz aktuell von der Expertengruppe um Schrappe, Gleske und Püschel, die den November-Lockdown als sinnlos, opferintensiv und von zweifelhaftem Erfolg bezeichnen. Die Experten gehen auch genauso wie der Epidemiologe John Ioannidis von der Stanford University, der übrigens zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Welt gehört. Der hat auch von Anfang an gewarnt vor diesen Maßnahmen, die man da ergreift. Ja, und er geht in einer Metastudie, die auch von der WHO veröffentlicht wurde, von einer hohen Dunkelziffer bei den Infizierten aus, womit Corona dann nicht gefährlicher als eine Grippe ist. Ja, gegen diesen Lockdown, den wir gerade haben, hat sich nicht nur die WHO ausgesprochen, sondern auch die Vertreter von bedeutenden Ärzteverbänden mit knapp der Hälfte aller deutschen Ärzte, mehr als 12.000 Wissenschaftler mit der Great Barrington Declaration oder auch der Epidemiologe Stefan Willig von der Charité in Berlin, der im Gegensatz zu seinem Kollegen Drosten Experte für die Verbreitung von Viren ist. Auch er hält den Lockdown für überzogen. Es gibt keinen einzigen seriösen Wissenschaftler, der das Gegenteil behauptet. Oder hier haben wir auch den Herausgeber des angesehenen BMJ. Das ist einer der größten und bekanntesten Medizinzeitschriften der Welt. Der redet von einer staatlichen Korruption im großen Stil und dass die Politik
keineswegs auf die Wissenschaft höre, sondern sich herauspickt, was in die politische und wirtschaftliche Agenda passt. Wissenschaft werde zum politischen und finanziellen Gewinn unterdrückt. Da gibt es jetzt natürlich noch viel mehr zu sagen. Ich verweise dann nur auf meine Playlist hier, wo ich ganz viele Videos zu Corona gemacht habe. Vor allem da auch das Video mit dem Hamburger Bürgermeister. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, sind das alles keine ernstzunehmenden Einwände, die von den Demonstranten da angeführt werden und weswegen sie auf die Straße ziehen? Leider bekommt man von diesen kritischen Stimmen im Mainstream nicht wirklich viel mit, wenn man da nicht ganz genau hinschaut oder sich halt alternativ informiert. Schauen wir uns jetzt mal an, was Rezo so zu sagen hat. Und die denken halt, dass sie die großen Freiheitskämpfer sind. Im August wollten die den Reichstag stürmen. Wer kennt das nicht? Man hat Langeweile am Nachmittag und dann nimmt man sich so ein paar Reichsflaggen und will einfach irgendwas stürmen. Naja, und die gingen halt vor das Reichstagsgebäude und es reichten 3 Polizisten aus, die davon abzuhalten, irgendwas zu stürmen. Stark, Jungs. Ihr schreibt Geschichte. Ihr seid ganz vorn mit dabei. Erstmal, wen meint er da überhaupt mit die? Er schmeißt hier offensichtlich alle Demonstrationen in einen Topf. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und wenn die Rechtsextremen doch tatsächlich so böse sind, warum haben sie den Reichstag dann nicht tatsächlich einfach gestürmt? Sie waren ja in 100-facher Überzahl. Oder ging es ihnen hier auch gar nicht darum, diesen leeren Reichstag zu stürmen? Kann das vielleicht auch sein? Das schauen wir jetzt mal genauer rein. Ja, erstmal nennt er sich hier die Leute, die nichts mit dieser Querdenker-Demo zu tun haben. Das sieht man ganz schön an dieser Grafik. Da standen hier ein paar Reichsbürger vor dem Reichstaggebäude. Die hatten nichts mit der Querdenker-Demo zu tun. Aber natürlich haben die ganzen Medien sich auf diesen sogenannten Sturm auf den Reichstag dann konzentriert. Was da auf der Straße des 14. Juni abgegangen ist, da an der Siegessäule, da haben die Medien noch kaum drüber berichtet. Auch dass Robert Kennedy Jr. da eine sehr sehenswerte Rede gehalten hat, das hat man in den Medien, hat man kaum gesehen. Ja, auch diese ganze Aktion von den Reichsbürgern, wie gesagt, die hatten nichts mit der Querdenker-Demo zu tun. Das war eine separate Veranstaltung. Die sind vielleicht auch gegen die Maßnahmen, aber natürlich sind die, ja, haben eine ganz andere Einstellung als die meisten Menschen bei dieser Querdenker-Demo. Ja, und ich halte das auch, ja, für sehr naiv, da dann zu sagen, Trump ist an der Stadt, der will hier einen Friedensvertrag unterschreiben, wir sind jetzt alle sehr souverän. Das ist natürlich auch, wo ich als Libertärer sage, ob wir jetzt eine Verfassung haben oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es kommt immer nur darauf an, dass wir ein Gewaltmonopol haben, ein Staat, der, ja, der immer korrumpiert werden kann. Man kann natürlich über die Leute denken, was man will. Auf jeden Fall Fakt ist, das kann jeder überprüfen, der sich die Videos anschaut. Der kann sehen, dass da dazu aufgerufen wurde, sich ganz friedlich auf die Treppen des Reichstags zu setzen. Übrigens hat Rezo auch einen Artikel zitiert, der richtigerweise von der Besetzung der Reichstagtreppen spricht. Aber der kluge Denker Rezo redet natürlich gerne von dem Sturm auf den Reichstag, weil es natürlich besser in das Narrativ reinpasst. Von den bösen Nazis, die den Reichstag stürmen wollen, die den Umsturz wollen. Natürlich, wenn man da ganz differenziert hingehen würde und sagen würde, okay, diese Leute hatten nichts mit der Querdenker-Demo zu tun, die wollten sich auch nur friedlich auf die Treppe setzen, das geht auch ganz klar aus den Videos draus vor, die hatten überhaupt nicht vor, den Reichstag zu stürmen, das würde natürlich überhaupt nicht in das Narrativ passen. Man will natürlich diese ganze Querdenker-Demo in die rechte Ecke stellen, so kann man dann sagen, guck mal, das sind die Idioten, die den Reichstag stürmen wollten, dabei hat das nichts mit den Fakten zu tun und man hat da, ja, vieles sich zurechtgebogen. Zu diesem angeblichen Sturm auf den Reichstag werde ich auch nochmal ein extra Video machen, wo ich da ganz ausführlich nochmal drauf eingehen werde. Wer da sehen will, was da bei der Demo am 29.8. da abging, wie es da tatsächlich ausgesehen hat, der kann sich gerne mein Video dazu anschauen. Was zum Beispiel in den Medien nicht dargestellt wurde, ist, dass da viele Ärzte sogar anwesend waren. Da habe ich auch einen von interviewt. Das hat man natürlich nirgendwo im Mainstream gepasst. Wie gesagt, das passt nicht ins Bild von den verrückten Nazis, die da den Reichstag stürmen wollen und da irgendwelchen Verschwörungstheorien angehören. Aber bei solchen Veranstaltungen laufen halt auch relativ viele Rechtsextreme mit. Es gab immer wieder Gewalt gegen JournalistInnen und Einsatzkräfte. Hier sehen wir, Rezo ist natürlich voll auf Linie auch mit der Gender-Agenda und sagt hier, Journalist Sternchen innen, also er spricht hier mit Gender-Sternchen. Hopp, hopp, ab ins Genderboot. Da auch nochmal, wenn ihr euch mit diesem Thema noch nicht groß beschäftigt habt, habe ich hier eine Playlist
zum Thema Gender und Feminismus, wo ich diese, ja, diese ganze sozialistische Agenda mal genauer untersuche. Insofern, Rezo hat natürlich recht, dass da auch unter den Querdenkern Rechtsextreme dabei waren, aber er redet ja gerade so, sobald da ein Rechtsextremer mit einer Reichsflagge rumläuft, müsste man direkt nach Hause gehen. Da kann man sich das natürlich ganz einfach machen, wenn man diese Demo nicht so toll findet, kann man natürlich da einfach jemanden einschleusen und zack, ist die Demo aufgelöst. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Fridays for Future finde ich ganz doof, dann könnte ich da auch hingehen und, keine Ahnung, den Hitlergruß zeigen oder irgendwas und könnte dann sagen, guck mal, bei Fridays for Future laufen Nazis mit, deswegen ist das eine Nazi-Demo. Rezo versucht also hier die ganzen Corona-Proteste wie überall in den Medien in die rechte Ecke zu stellen. Wir wollen da einfach mal genau hinschauen, mit welchen Argumenten er das denn macht. Da geht er zum Beispiel hier auf Leipzig ein. Man hat Feuerwerkskörper geschmissen, Pyrotechnik direkt auf Einsatzkräfte abgefeuert und die Polizei hat halt irgendwann gesagt, ey, ich glaube, wir geben auf, wir kapitulieren. Also nochmal, die Polizei hat aufgegeben und sich aus der Straße einfach zurückgezogen. Die hätten natürlich was dagegen machen können, aber die hatten nicht mal einen Wasserwerfer da am Start. Ja, lieber Rezo, wer weiß, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass kein Wasserwerfer vor Ort war, weil diese Demos gerade dafür bekannt sind, dass sie immer friedlich sind. Natürlich kann es da sein, dass es da zu kleinen Rangeleien gekommen ist. Das habe ich zumindest auf den Demos, wo ich war. Wie gesagt, ich war zweimal in Berlin. Das habe ich da nicht miterlebt. Ich war aber, das muss ich dazu sagen, natürlich auch nicht in Leipzig. Aber wenn man sich hier zum Beispiel den Bericht von Boris Reitschuster anschaut, der vor Ort war, gibt es da viele Hinweise darauf, dass dort gezielt Provokateure eingeschleust worden sind. Das ist Konnewitz, ne? Der linke Block 8. Gut, dass wir abgehauen sind. Nee, diese wahnsinnigen, was rennen die da jetzt los auf die Leute, oder? Ja. Oh mein Gott. Das ist ja auch alles abgesprochene Sache. Polizei riegelt genau da ab. So, und jetzt warum könnte man die da lang. Die da jetzt auch durch, das verstehe ich gar nicht. Die lassen die durch, weil sie wollen, dass es eskaliert. Guck mal, und dahinter laufen die Polizisten. Das ist alles abgesprochen. Und jetzt lassen die einfach diesen wilden Mob hier auf die ganzen Leute los. Das ist doch alles nicht gut. Wenn Rezo doch so ein kluger Denker ist und sich die Gewalt bei den Demos da ganz genau angeschaut hat, warum berichtet er dann nicht über die Gewalt, die von der Gegenseite ausgegangen ist? Da hat man zum Beispiel in Leipzig ein Auto mit Steinen und Flaschen angegriffen oder hier sogar einen ganzen Reisebus. Oder ein paar Wochen später hat dort ein Mob eine Person, die am Boden lag, man hat auf sie eingetreten, auf den Kopf eingetreten. Das ging dann sogar so weit, dass die Polizei einen Warnschuss abgeben musste, um wahrscheinlich das Leben dieses Mannes oder dieser Person zu retten. Schaut da gerne ganz unvoreingenommen in die Quellen von Rezo und in meine Quellen rein und macht euch ein eigenes Bild davon, was in Leipzig passiert ist. Weiter geht's mit Rezo. Aber natürlich sind neben diesen ganzen rechtsextremen Teilnehmern auch direkte Verbindungen zwischen Querdenkern und Rechten nachgewiesen. Paar Beispiele. Ein Anwalt von den Querdenkern sagt zum Beispiel das hier. Dass gestern in Leipzig so viele Nazis bei uns waren, das finde ich ja dann sogar gut. Hier auch wieder, wenn man sich die Mühe macht und sich die Quellen anschaut, dann sieht man, dass das doch ganz schön aus dem Kontext gerissen ist. Was ich jetzt auch wieder im Tagesspiegel gelesen habe, dass gestern in Leipzig so viele Nazis bei uns waren, das finde ich ja dann sogar gut, weil wir demonstrieren für Freiheit, für Frieden, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und wenn die NPD sich genau diesem anschließt, dann ist das doch ein Erfolg von uns und dann könnt ihr uns doch freuen, weil dann haben wir es doch geschafft, dass auch diejenigen, die bisher außerhalb der Gesellschaft standen, wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückgefunden haben. Und das ist doch auch Antifaschismus. Übrigens hat Rezo in seinen Quellen sehr oft Twitter als Quelle angegeben. Jeder, der mal irgendwie studiert hat, ist es wissenschaftlicher Standard, dass man vor allem die Primärquelle angibt. Wir wollen uns auch einfach mal anschauen, welchen Twitter-Kanälen er da offenbar folgt. Das Video gerade von Ralf Ludwig, das stammt zum Beispiel von diesem Twitter-Kanal. Der Typ hat sogar in seinem Namen Abstand, Händewaschen drinstehen, hat Black Lives Matter als Banner und hat für einen Sozialpädagogen typische linksextreme Hashtags angegeben. Ansonsten habe ich bei Rezo in den Quellen 6 weitere Twitter-Kanäle gefunden, auf die er sich bezieht, die er wahrscheinlich auch folgt, die anhand ihrer Beschreibung
oder den Bildern ganz offen der Antifa zuzurechnen sind. Die Antifa ist natürlich auch eine dezentrale Organisation, da kann sich jeder nennen, kann sich jeder Antifa nennen oder ganz klar dem linksextremen Spektrum zuzuordnen sind. Wir haben es also hier bei Rezo mit einem YouTuber zu tun, der von dem Mainstream gehypt wird und sich hier ganz offen linksextremer Quellen bedient, der aber auch die Querdenker dafür genau kritisiert, dass sie sich nicht genug vom Extremismus distanzieren bei den Querdenkern von Rechtsextremismus. Da kann man sich natürlich fragen, warum distanziert sich Rezo nicht ganz klar vom Linksextremismus? Also von Michael Ballweg, das ist der führende Kopf da bei den Querdenkern, habe ich schon viele von solchen Videos gesehen. Ja, unser Disclaimer, rechtsradikales, linksradikales, rechtsextremes, linksextremes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unserer Bewegung keinen Platz. Gleiches gilt für jede Art von Gewalt. Wir sind eine friedliche Bewegung, die Demokratie lebt, Meinungen zulässt und das Schubladendenken links mit rechts ignoriert. Da kann man sich auch mal fragen, warum die Linken und die Linksextremen sich auch nicht gegen die Polizeigewalt bei den Querdenker-Demos aussprechen. Vor allem bei der Antifa, bei den Linksextremen heißt es doch immer ACAB, also All Cops Are Bastards. Das ist zum Beispiel ein Video von der Demonstration am 29.08. in Berlin. Wo bleibt da der Aufschrei? Wie gesagt, Polizeigewalt ist doch gerade das Thema der Linken, der Antifa. Sind die Opfer vielleicht die Falschen? Übrigens ist ACAB nun auch politisch inkorrekt und darf nicht mehr gesagt werden, weil man damit eine rassistische und sexistische Ideologie von Reinheit verteidigt. Sorry Leute, ich bin all over the place. Ich musste auch ehrlich mir ein Glas Wein machen, weil einfach ich Anxiety kriege bei diesem Thema. Weiter im Video. Und einer aus dem Querdenker-Kernteam macht seit Jahren einen Podcast mit einem Rechtsextremen und mittlerweile auch ein Videoprojekt, das der NPD-Chef gelobt hat. Ja, auch wieder, wenn man sich die Quelle ganz genau anschaut, sieht man auch wieder, wie Rezo sich versucht, hier die Fakten zurechtzubiegen. Die Quelle verweist auf die angeblich unabhängigen Faktenchecker von Korrektiv. Das ist die Quelle, die ich auch gerade schon mal erwähnt habe, die richtigerweise von einer Besetzung der Reichstagtreppen schreibt. Wer diese Seite nicht kennt, die Seite ist ganz offen von George Soros finanziert, erhält auch viele Steuergelder und fungiert laut dem Journalisten Miloš Matušek zunehmend als Wahrheitsministerium, auf die sich recherchefaule Journalisten berufen können. Ihr kennt das vielleicht, wenn man mit jemandem diskutiert und da harte Zahlen, Fakten, Daten anführt, dann machen die sich vielleicht mal die Arbeit und googeln da kurz. Da kommen sie dann direkt auf solche Faktenchecker-Seiten, wo dann angeblich diese Argumente unabhängig entkräftet werden. Dabei sind es oft einfach nur Strohmann-Argumente, wo einfach alles aus dem Zusammenhang gerissen wird, die Fakten sich zurechtgebogen werden. Dazu werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen, da kann man auf jeden Fall mal genauer reinschauen. Schauen wir dann mal, was die Quelle von Rezo zu dem Podcast mit dem Rechtsextremen sagt. Ein Mitglied des Kernteams Nana Domena, Moderator und Anheizer bei den Querdenken-Demonstrationen, der ist übrigens ein Afrikaner, nimmt seit 4 Jahren einen Podcast mit dem Rechtsextremen Frank Krämer auf. 2019 traf er den Vorsitzenden der NPD. All das ist öffentlich auf YouTube zu finden. Gemeinsam mit Krämer betreibt Nana Domena seit 2016 das Projekt Multikulti trifft Nationalismus. Damit erzielt er auf YouTube teils hohe Reichweiten. Bis zu 250.000 Mal wurden die Videos bisher angesehen. Entstanden ist das Projekt durch ein Zusammentreffen von Domena und Krämer auf einer Pegida-Demonstration in Köln. Das, was Nana hier ganz Böses gemacht hat, ist das, was Rezo und die unabhängigen Faktenchecker wohl niemals machen würden, und zwar ganz offen über ideologische Grenzen miteinander zu reden. Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist. Wer meine Videos hier kennt, der weiß, dass ich gerne zu Demos wie Fridays for Future oder Black Lives Matter gehe, da einfach ganz unvoreingenommen und offen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe da auch schon öfter ganz gute Gespräche geführt, vor allem auch mit einem, der hat sich da als offen als
als der Antifa zugehörig bezeichnet. Ich würde auch gerne einfach mal mit einem, der sich der Antifa zugehörig fühlt, mich hier ganz offen auf meinem Kanal unterhalten. Ihr wisst, ich habe mich auch öfter mit Kritikern ganz offen unterhalten. Leider findet sich da keiner von der Antifa, der dazu bereit ist, einfach mal ja seine Argumente zur Debatte zu stellen. Wir sehen also, offenbar möchte Rezo und die Faktenchecker nicht, dass sich Nana als Schwarzer mit Nazis unterhält. Man möchte die beiden lieber als Feinde sehen und nicht als Freunde. Hier geht es also um Spaltung statt um einen unvoreingenommenen Dialog. Das ist natürlich kein Wunder, wenn man sich die Gesinnung von Rezo und von Korrektiv anschaut. Dazu können wir uns auch einfach mal anschauen, was der schwarze Kommunist oder der ehemalige Kommunist Manning Johnson 1958 geschrieben hat. Und zwar sagt er, dass die Rassenunterschiede dazu instrumentalisiert werden, um den Kommunismus voranzubringen, indem sie sich als Freund des N ausgeben, also das böse N-Wort darf ja nicht mehr gesagt werden, hetzen sie unter dem Deckmantel einer Kampagne für die Rechte von Schwarzen Rasse gegen Rasse in den kaltblütigen Kampf um die Macht. Da passt es ja natürlich ganz gut rein, dass es ziemlich linkslastige, wenn nicht sogar linksextreme Korrektiv da auszusetzen hat, dass Nana bei diesem Nazi nicht kritisch genug ist. Domena widerspricht Kelmer kein einziges Mal, bestärkt ihn vielmehr, indem er sagt, starke Argumente, die du da bringst. Beworben wird das Format als Videoprojekt für Meinungsfreiheit. Ziel sei es, die eigene Meinung nachvollziehbar darzulegen und sich auszutauschen. Und genau das wollen solche Leute von Korrektiv oder Rezo nicht, sich einfach austauschen, ganz offen gegenüberzutreten, sonst wären die auch schon längst mal auf so eine Corona-Demo gegangen oder hätten sich mit einem Corona-Leugner wie zum Beispiel mir mal ganz offen unterhalten. So zu tun, als wären die Querdenker einfach eine ganz bunte, verrückte Mischung von Menschen, ist falsch. Ey, Jellybeans sind eine bunte Mischung. Skittles sind eine bunte Mischung. Aber ich kann nicht einfach eine neue Sorte Skittles auf den Markt bringen, in der jedes dritte Skittle nach Kot schmeckt und vorne drauf auch ganz klare Verbindungen zu Kotgeschmack gezogen werden und dann nachher einfach behaupten, ach, das ist eine ganz crazy bunte Mischung von ganz harmlosen Geschmäcklen. Nee. Für Rezo ist also auf diesen Demos jeder Dritte ein Nazi. Da waren sogar die Tagesthemen nach der großen Demo in Berlin Ende August mit 20% noch konservativer. Die Rechtsextremisten allerdings, muss man wesentlich sagen, sind in der Minderheit. Ich schätze den Anteil unter den Demonstrierenden auf ca. 20%. Oder wollen wir einfach mal in diese Dokumentation von Arte reinschauen, die für den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich relativ gut war. Ende August. Eine der umstrittensten Demos des Jahres in Berlin. Erst verboten und dann vom Gericht erlaubt. Politiker und Journalisten nennen die Teilnehmer rechtsradikal oder Corona-Leugner. In der Tat sind unter den Massen auch Rechtsextreme, die Reichskriegsflaggen schwenken. Sie sind in der Minderheit. Hier also auch, die Rechtsextremen sind in der Minderheit. Weiter heißt es bei Arte. In dem Fall besteht eine Neigung, dass wir Menschen, die nicht rechtsradikal sind, die nicht verrückt sind und so weiter, zu Dissidenten auf einmal machen. Viele Menschen heute, mit denen ich rede, völlig vernünftige Menschen, haben das Gefühl, dass es gefährlich geworden ist, eine Meinung über die Pandemiebekämpfung zu haben, die abweicht von der herrschenden Meinung. Ja? Der schiere Umstand, dass das Gefühl da ist, ja, ist meines Erachtens ein dringender Handlungsgrund für die Politik, anders zu kommunizieren. Ja, Ähnliches liest man auch bei der bereits angesprochenen Expertengruppe um Schrappe, Gleske und Püschel, die mittlerweile 6 Thesenpapiere zur Corona-Politik herausgegeben haben und diese Politik von Anfang an hart kritisiert haben. Im Thesenpapier 3 schreiben sie, diese beschriebene Diskursverengung ist nirgendwo so massiv verspürbar wie in der Medienlandschaft. Zumindest einige Medien sehen ihre Aufgabe plötzlich nicht mehr darin, den Diskurs zu organisieren und planvoll absichtlich gegensätzlichen Gesichtspunkten und Standpunkten, derer es tatsächlich genügend gäbe, Raum zur Auseinandersetzung zu geben, sondern fühlen sich nur noch dem Ziel verpflichtet, nämlich den Kampf gegen das Virus zu gewinnen. Statt Argumente auszutauschen und als Forum einer durch Pluralität herzustellenden Lösungsoptimierung zu dienen, ergreifen die Medien selbst Partei, definieren die Wahrheit und das Vernünftige und gerieren sich als quasi regierungsamtliche Verkünder der richtigen Linie. Der Faktencheck wird zur Selbstlegitimation.
dass es zu zahlreichen Fragen durchaus berechtigte, differenzierende Gesichtspunkte gibt, mit erheblicher Lösungskompetenz, wird ausgeblendet und mit dem wiederkehrenden Diktum, wie er schon mehrfach widerlegt, abgefertigt. Feste Interpretationsallianzen mit einzelnen Wissenschaftlern erschweren den Diskurs genauso wie die unwidersprochene Aufforderung mancher Wissenschaftler an die Medien, bitte ausschließlich die richtige Darstellung zu wählen. Auch das Attribut Nähe zu Verschwörungstheoretikern wird verwendet, um fachlich und wissenschaftlich ausgewiesene Personen ins Abseits zu rücken, statt dass die Medien darauf hinweisen, dass es gerade die Pluralität der Meinung ist, die in einer freiheitlichen Gesellschaft für deren Lösungskompetenz steht. Diese Experten sagen also genau das, was ich in vielen Videos auch schon herausgearbeitet habe, und zwar, dass wir eine in der Corona-Epidemie weitgehend am Regierungshandeln ausgerichtete Medienlandschaft haben. Das heißt mit anderen Worten, unsere Medien sind weitestgehend gleichgeschaltet und wir haben sehr viele Hochberichterstatter. Auf die Leute drauf geballert und danach mit der Kolonne die alle gewaltsam da weggeholt. Endlich macht die Polizei mal was, könnte man meinen. Aber das waren in dem Fall halt die Gegendemonstranten. Also, deren Regelbruch war, die standen da, wo sie nicht durften. Und dafür haben sie dann als Bürgerinnen und Bürger, die ganz konservativ für die rechtsstaatlichen Maßnahmen protestieren, sowas kassiert. Ja, okay, der schwarze Block ist also ganz konservativ. Ich habe da jetzt zu diesem Fall nicht weiter recherchiert, aber wir einfach mal auf einer Querdenker-Demo war und sich da mal die Gegendemonstranten angeschaut hat, der weiß, dass die alles andere als konservativ sind. Ich meine, wer als Motto All Cops are Bastards hat und Gewalt nicht konsequent ausschließt, den dann als die konservativen Protestanten hinzustellen, ist wirklich schon sehr frei interpretiert. Ich bin auch letzten Sonntag hier in Hamburg in den schwarzen Block geraten, da war ich mit dem Fahrrad unterwegs. Ich wusste gar nicht, dass auch die Querdenker-Demo am Sonntag da war und da bin ich halt, wie gesagt, einfach im schwarzen Block gelandet. Da sind dann die Wasserwerfer aufgefahren, weil da war halt auch eine ziemlich aggressive Stimmung. Also ich kann natürlich nicht sagen, was da alles genau vorher passiert ist. Auf jeden Fall habe ich versucht, mit diesen Menschen da freundlich ins Gespräch zu kommen. Sobald man da aber freundlich einfach mit Zahlen und Daten und Fakten argumentiert, wird man dann schnell als dumm oder als Nazi beschimpft, vor allem wenn man sich dann als Sympathisant dieser Leute da outet. Hört auch gerne einfach mal in meinen Bericht, in meine Sprachnachricht bei Telegram rein. Hier einfach nochmal eine Empfehlung, wenn du dich noch nie groß mit diesen Corona-Leugnern beschäftigt hast, laut Rezo soll das ja ganz schön von Rechtsextremen durchseucht sein, kann ich dir einfach mal empfehlen, zu so einer Querdenker-Demo zu gehen, die ist auch bestimmt in deiner Stadt. Unterhalte dich mit den Leuten, schau dir, wer ist das, versuch das einfach alles mal so möglichst offen und unvoreingenommen zu machen und dann geh auch einfach mal zu der Gegendemonstration, versuch mit den Leuten zu sprechen und schau dir einfach an, wer hat die besseren Fakten, wer hat die besseren Argumente. In Frankfurt sieht man den Vergleich sogar ganz gut, denn da gab es sogar einmal kurz Wasserwerfer gegen die Querdenker, aber natürlich nicht so wie bei den anderen, so als Strahl direkt drauf und dann auseinandergenommen. Nee, eher so breiter auf dem Platz davor, man will ja lieb sein. Die kriegen halt nicht dasselbe ab. Also wie schon gesagt, was da in Frankfurt genau passiert ist, kann ich nicht sagen, ich war nicht vor Ort, aber ich kann nur sagen, als ich letzten Sonntag in Berlin war, da wurden dann auch die Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten gerichtet. Schaut euch gerne dazu mein Video hier an, was da auch für Leute unterwegs waren. Schaut euch auch an, wie in den Medien über diese Leute berichtet wurde. Da auch nochmal ganz kurz, die Demo vor dem Brandenburger Tor wurde aufgelöst, die Menschen sind aber nicht gegangen, die sind dann halt einfach dort geblieben, haben weiter protestiert und man wollte sie dann mit Wasserwerfern dazu bewegen, nach Hause zu gehen. Dabei hat man aber die Demonstranten nicht direkt, wie man das hier beim schwarzen Block sieht, mit dem Wasserstrahl direkt auf sie gezielt, sondern es war halt eher eine Regendusche von oben, wie Rezo das in dem Video auch richtig ausführt. Die Menschen sind dann aber, soweit ich das alles gesehen habe, alle friedlich geblieben und ich denke mal, wenn das Gleiche beim schwarzen Block passiert wäre, wäre das da nicht so friedlich geblieben. Ich meine, Rezo, das Video von dem schwarzen Block, zeigt ja auch nicht ganz, also ich glaube, wenn man da recherchiert, dann sieht man, dass es da bestimmt zu Ausschreitungen gekommen ist. Recherchiert auch gerne und schaut euch an, wie denn die Demonstranten sich da verhalten, wenn dann Wasserwerfer aufgefahren werden. Da kann man sich natürlich auch fragen, warum denn Black Lives Matter in Hamburg nicht mit Wasserwerfern aufgelöst wurde. Die Demonstration hat zu Corona-Zeiten stattgefunden. Man hat die Demo, man hat sie aufgelöst. Man hat gesagt, okay, geht jetzt bitte nach Hause. Sie haben da auch die Mindestabstände nicht eingehalten.
Aber trotzdem hat man die Menschen stundenlang da weiter demonstrieren lassen. Schaut da gerne in mein Video rein. Oder meint ihr hier, bei Black Lives Matter in Berlin wurden da groß die Abstände eingehalten und Masken getragen? Ich glaube auf jeden Fall nicht. Wer weiß, vielleicht meint Rezo hier ja tatsächlich Black Lives Matter. Vor allen Dingen um Leute, die auf Masken, Abstände und ihre Mitmenschen scheißen, damit die Pandemie weiter vorantragen und so dafür sorgen, dass nicht nur mehr Menschen erkranken, sondern wir auch alle zum Ausgleich mehr Einschränkungen aushalten müssen. Ach nee, das kann ja nicht sein. Das ist ja die gute Demo. Die befällt der böse Virus ja sowieso nicht. Insofern Schwamm drüber, müssen wir nicht groß drüber reden. Abends gab es dann in Hamburg übrigens noch gewaltsame Ausschreitungen mit ca. 300 bis 400 Menschen. Dazu gleich noch mehr. Also wir halten fest, bei Black Lives Matter wurde genau das gemacht, was Rezo hier den Querdenkern vorwirft. Die Berichterstattung in den Medien war aber eine ganz andere. So hat der Spiegel zum Beispiel über Black Lives Matter als eine geballte Botschaft gegen Rassismus berichtet und über die Corona-Demo als umstrittene Kundgebung, bei der die Menschen ohne Abstand und ohne Masken demonstriert haben. Ähnlich sah die Berichterstattung auch bei anderen Qualitätsmedien aus, wie zum Beispiel hier der Zeit. Apropos Wasserwerfer nochmal. Die Wasserwerfer werden laut der Tagesschau in Belarus vom bösen Diktator auf die friedlichen Demonstranten gerichtet. Und bei uns in Berlin muss man aber zeigen, wer das Gewaltmonopol hat. Diese klare Sonderbehandlung von Rechten und Verschwörungskeckos sieht man auch an anderen Stellen. Hier. Also, Rezo vergleicht ja die einzelnen Demonstrationen miteinander und sagt, die Querdenker erhalten eine Sonderbehandlung. Deswegen wollen wir das auch einfach mal machen und uns anschauen, wie es mit dem Linksextremismus auf anderen Demos aussieht. Übrigens, die Ideologie der Linksextremen ist der Sozialismus und der Kommunismus. Das ist diese Ideologie, die nach diesem Schwarzbuch des Kommunismus alleine im 20. Jahrhundert zu mehr als 100 Millionen Toten geführt hat. Also wie schon gesagt, hat man offenbar bei dem mutigen und wichtigen Protest von Black Lives Matter gleich beide Augen zugedrückt. Die ganze Black Lives Matter Bewegung war von Anfang an offen linksextrem. Das sieht man zum Beispiel daran, dass eine der Gründerinnen, Alicia Garza, immer wieder die Wichtigkeit von Assata Shakur für die schwarze Befreiungsbewegung betonte. Assata Shakur war eine schwarze Revolutionärin, die Mitglied der Black Liberation Army war. Die waren für Bombenanschläge, Polizeimorde, Raubüberfälle und so weiter verantwortlich. Da haben wir dann auch noch die ganze Klimabewegung, wo man denkt, die kommt natürlich viel friedlicher daher. Das sind alles nur ja jugendliche Schüler, Fridays for Future, die Schüler, die am Freitag dann die Schule geschwänzt haben. Das denkt man zumindest, dass die friedlicher daherkommt. So hat zum Beispiel der Verfassungsschutz vor einer linksextremen Unterwanderung bei Fridays for Future in Hamburg gewarnt. Als dann zum Beispiel bei der größten Fridays for Future Veranstaltung in Hamburg, da die linksextreme und gewaltbereite Antifa auf der Bühne auftreten durfte und da hunderte von Menschen mitgehüpft haben, dann hat man da in den Medien überhaupt nichts drüber gelesen. Der Einzige, der darüber berichtet hat, das war ich mit meinem Video. Zumindest, wie gesagt, ich habe nichts anderes darüber gefunden. Man könnte ja meinen, nur Rechtsextremismus ist gefährlich, aber ist Extremismus nicht von allen Seiten eine Gefahr? Aber offenbar ist es hier in Hamburg kein Problem, wenn man mit den Linksextremen sympathisiert. Das Gleiche sehen wir auch bei Fridays for Future in Frankfurt, wo man sich ganz öffentlich mit den Linksextremen aus der Liebigstraße in Berlin solidarisiert. Da kann man sich auch mal fragen, warum es in Hamburg eine zentrale Aufnahmestelle für Rechtsextremismus gibt, aber keine für Linksextremismus. Dabei gibt es in Hamburg mehr als dreimal so viele Links- als Rechtsextreme. Auch für den Berliner Innensenator Andreas Geisel, der die Corona-Demos als eine Bühne und Kontaktbörse für Rechtsextreme bezeichnet, hatte aber 2018 selbst keine Probleme mit Linksradikalen und türkischen Nationalisten, also ganz klar rechtsextrem, zu demonstrieren. Kann man natürlich auch sich anschauen, wie die Medien über die beiden Wahlsiegpartys berichtet haben. Da gab es auch keinen Abstand und oft haben auch keine Maske getragen. Aber wir wissen jetzt ja, für die Politiker und für die Medien gibt es offenbar gute und schlechte Demos. Und die guten sind Black Lives Matter, Fridays for Future, Biden. Und die schlechten Demos sind alles, was irgendwie nur den Staat wirklich hart und kritisch angeht. Zum Beispiel die Querdenkerbewegung.
Aber das Hauptproblem ist ja nicht der Respekt, sondern dass solche Superspreader-Events Haupttreiber der Pandemie sind. Viel, viel schlimmer, als wenn man sich mal mit vereinzelten Bekannten trifft, ist es halt, wenn super viele Leute völlig ohne Abstand, völlig ohne Maske auf einem Haufen sind. Und hier hat Rezo offenbar selbst nicht in die Quellen reingeschaut. Ihr wisst, wenn ich so ein Video mache, mache ich es ordentlich. Wenn man sich die Quellen hier beim Spiegel und beim Tagesspiegel anschaut, da sieht man, dass man sich hier auf eine Stanford-Studie bezieht, wo man direkt in dem Artikel selbst lesen kann, dass es sich dabei nur um Innenräume bzw. um geschlossene Räume handelt, oder bei seiner anderen Quelle, das ist die von Quarks, da heißt es, wenn Superspreader eine entscheidende Rolle bei der Ausbreitung des Virus spielen, kann man das Virus leichter eindämmen, wenn man Menschenansammlungen vor allem in geschlossenen Räumen verhindert. Wir sehen also, in diesen Quellen, die er zitiert hat, ist überhaupt nicht von Großdemos oder von irgendwelchen Veranstaltungen draußen die Rede. Ich habe literally eine Minute googeln gebraucht. Da wollen wir Rezo einfach mal mit einer Quelle hier vom Deutschlandfunk helfen. Der schreibt ganz explizit zu diesen Demos, was sich auch jeder da einfach auch selbst anschauen kann, indem er sich einfach die Zahlen anschaut. Die sagen, Massenveranstaltungen haben Corona-Infektionen offenbar kaum beeinflusst. Und da geht es direkt um diese Großdemonstration, die Rezo hier eigentlich ansprechen will, aber nicht mit seinen Quellen belegen kann. Übrigens gibt es diesen Artikel auch nicht mehr beim Deutschlandfunk direkt. Den kann man nur noch im Internetarchiv finden, wie auch schon andere Artikel vom Deutschlandfunk. Insofern ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Wir halten also fest, Rezo stellt hier ganz klar Falschbehauptungen und Fake News auf, wenn er ohne Belege behauptet, dass solche Superspreader-Events Haupttreiber der Pandemie sind. Weiter geht's. Wie sollst du denn von allen anderen erwarten, dass sie Abstriche in ihrem Leben machen, wenn sowas ständig geduldet wird? Wenn Leute tausende Euro Strafe zahlen sollen, wenn sie im Park mit mehr als einem anderen Haushalt rumlaufen? Wenn Gastronomiebetriebe schließen müssen oder Künstlern einen Großteil ihres Einkommens flöten geht? Wenn in unzähligen Jobs den ganzen Tag Maske getragen wird? Wenn Personen im Gesundheitswesen ihr eigenes Wohlbefinden jeden Tag aufs Spiel setzen? Wenn Menschen ihr soziales Umfeld auf ganz wenige Leute pro Woche reduzieren, ihren Geburtstag nicht mehr feiern und auch nicht mal mit Freunden einfach so abhängen. Wenn diese ganzen Abstriche gemacht werden und man lässt dann sowas ständig einfach zu, dann kannst du das keinem mehr erklären. Ja, lieber Rezo, wenn dir das Leben von all diesen Menschen, die du ja aufführst, nicht egal ist, dann hättest du auch vielleicht mal recherchieren können, ob diese Maßnahmen überhaupt was bringen. Ich habe da ja schon viele Studien angeführt, die ganz klar zeigen, dass es für diese Maßnahmen keine Evidenz gibt. Insofern sind offenbar nicht die Regelbrecher das Problem, sondern die Maßnahmen selbst. Ja, die Pandemie ist super beschissen und wir sind noch längst nicht über den Berg. Ich meine, hier waren wir im März, als wir alle Sorgen hatten. Jetzt sind wir hier. Oh Mann. Also, Rezo ist ja offenbar nicht in der Lage, absolute Zahlen von relativen Zahlen zu unterscheiden. Natürlich ist es so, wenn man die Tests hochfährt ohne Ende, bekommt man natürlich auch absolut mehr Infektion, relativ bleiben sie aber gleich. Sie sind sogar rückläufig. Dazu hier einfach nochmal Professor Schrappe im ZDF. Und wer sich da die Thesenpapiere von Herrn Schrappe aufmerksam durchgelesen hat oder auch sonst sich tiefer informiert hat, der weiß, dass diese Fragen, die der Moderator da stellt, einfach extrem naiv sind. Aber es gibt ja Zahlen, auf die immer wieder verwiesen wird. Also wir haben einmal die Infektionszahlen, dann gibt es den R-Wert, dann haben wir eine ungefähre Ahnung davon, wie viele Intensivbetten noch frei sind. Also es ist ja nicht so, dass wir im Nebel durch die Gegend schwimmen. Doch, da muss ich Ihnen leider widersprechen, diese täglich erhobenen Infektionszahlen sind vom Nebel nicht weit entfernt. Wir testen 1,5 Millionen Leute in der Woche und haben dann meinetwegen 120.000 Testpositive. Aber wenn man 2,5 Millionen Leute testen würden, wie viel hätten wir dann? Das hat keine Basis. Diese Zahlen sind, also wir drücken uns mittlerweile relativ deutlich aus, das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Und schon gar nicht können Sie damit politisch steuern. Diese Zahlen sind nichts wert. Es gibt keinen einzigen seriösen Wissenschaftler, der das Gegenteil behauptet. Danach ist dann übrigens der Livestream beim ZDF abgebrochen. Zumindest findet man dann nichts mehr online dazu. Ob das jetzt wohl wieder ein Zufall war oder ob man da auch einfach kritische Stimmen zensieren will, das bleibt jedem selbst überlassen. Für jeden ist es eine Scheißzeit und die allermeisten geben sich richtig viel Mühe, wodurch wir es auch geschafft haben, in den letzten Wochen diesen Trend wenigstens ein bisschen abzubremsen. Nein! So, hier auch wieder eine Behauptung ohne Beleg. Damit ist Rezo natürlich voll auf Linie der Politiker, die natürlich immer behaupten, dass ihre Maßnahmen irgendwas bringen.
Und da natürlich, eine Korrelation ist keine Kausalität. Und man kann sich natürlich auch denken, was meinte, würde sich irgendein Politiker hinstellen und sagen, wir haben einen riesengroßen Fehler gemacht, wir haben die ganze Wirtschaft zerstört, wir haben euch zu Hause eingeschlossen, wir haben Alte alleine sterben lassen, wir haben hier die Suizide durch die Decke gehen lassen. Meint ihr, irgendein Politiker hätte da genug Rückgrat und würde sich hinstellen und sagen, okay, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht, ich habe mich nur sehr einseitig informiert, ich habe andere Experten nicht gehört? Ich glaube nicht. Und ich glaube, wenn das so wäre, dann würden die von Millionen von Menschen aus den Parlamenten gejagt werden. In so einer Situation stellen bewusste Maskenverweigerer, die zu Hunderten, Tausenden oder Zigtausenden einfach große Partys feiern, derbe gesundheitliche Risiken und unnötige weitere Einschränkungen für den Rest der Gesellschaft dar. Meint er jetzt ja auch wieder Black Lives Matter? Ach nee, das war ja die gute Demo. Wie wir gerade schon gesehen haben, hat er dafür keine Belege und der Deutschlandfunk sagt da was ganz anderes. Letztendlich macht Rezo hier auch wieder nichts anderes als die Politiker, die immer wieder nur behaupten, dass wir uns doch ganz, ganz lieb an die Maßnahmen halten müssen. Und wenn wir das dann machen, dann dürfen wir auch Weihnachten mit unserer Familie feiern und bekommen all unsere Freiheiten zurück. Dazu habe ich hier im Folter-Report von Amnesty International was ganz Spannendes gefunden. Und zwar geht es da um psychologische Folter, die Menschen gefügig machen soll. Und zwar ist das hier das Diagramm des Zwangs von Biderman. Hier sehen wir die einzelnen Methoden nochmal übersetzt und kommentiert. Aus Zeitgründen können wir hier nicht auf alle Methoden eingehen. Das könnt ihr auch gerne nochmal machen. Schaut euch das gerne mal ein bisschen genauer an. Auf jeden Fall, wir sehen hier die Erniedrigungstechniken, die wir heute überall sehen. Geh auch mal ohne Maske einkaufen, oute dich mal auf der Arbeit oder in deinem Umfeld als Corona-Kritiker. Oder lade mal mehr als 2, 3 Freunde zu dir nach Hause ein. Da sehen wir auch, dass alle an eine asymptomatische Übertragung glauben. Das ist auch alles nicht wirklich belegt, eignet sich aber halt besonders gut, um den Menschen Angst zu machen. Wie hat Drosten auch so schön gesagt. Wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, zum Beispiel mit so einer Maske, dann sollte ich mir nicht vorstellen, ich trage die Maske, um mich zu schützen vor den unbekannt Infizierten in der Bevölkerung, sondern ich sollte eher mir vorstellen, ich wäre infiziert. Auf jeden Fall, gegen all diese Regeln und gegen diesen sozialen Druck, sich da zu widersetzen, ist unglaublich aufwendig und da ist es viel, viel einfacher, es einfach mitzumachen. Ich meine, wer hat das noch nicht gehört? Ach, dann trägst du einfach mal die 10 Minuten, wenn du einkaufen gehst, die Maske. Die Bedrohungen sind dann genau das, was dann passiert, wenn wir uns nicht brav an die Maßnahmen halten. So werden dann auch andere dazu angehalten, ihre Mitmenschen zur Einhaltung der Maßnahmen zu bringen. Wir sehen ja auch das Denunziantentum, das poppt immer mehr auf. In Brandenburg war es, glaube ich, da haben sie den Leuten auch gesagt, die sollen vom Denunzieren Abstand nehmen. Insofern, ja, ist das auch nicht gerade ein Zeichen von totalitären Gesellschaften, wo das Denunzieren durch die Decke geht, wo Leute Angst haben, ihre Meinung zu sagen? Sondern es gibt nur eine legitime Einstellung. Aber natürlich solche Leute wie Rezo, die haben natürlich immer nur Angst vor der Gefahr von rechts, weil es uns natürlich seit Jahrzehnten eingehämmert wird. Dass natürlich die Gefahr auch von anderen Seiten kommen kann, das sieht man nicht. Dann haben wir die Durchsetzung trivialer Forderungen. Wir haben ja gesehen, die ganzen Maßnahmen haben keine Evidenz und trotzdem sollen sie ganz stringent eingehalten werden. Da haben wir zum Beispiel die Regelung, dass touristische Übernachtungen untersagt worden sind, Geschäftsreisen aber erlaubt, oder tagsüber kann man sich gerne auf der Arbeit mit ganz vielen Kollegen treffen und zusammensitzen, aber abends darf man dann nur eintreffen. Da, ich sag mal, jeder, der nur ein bisschen bei klarem Menschenverstand ist, der sieht, wie widersprüchlich diese Maßnahmen sind. Unfassbar eindeutig. Wie gesagt, schaut euch das gerne weiter an. Die Quellen sind unten alle verlinkt. Macht euch selbst ein eigenes Bild davon, ob wir vielleicht gerade selbst die Insassen von so einem Massenexperiment sind. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Als Fazit halten wir also fest, wie auch schon damals in einem Video über die CDU, hat Rezo in seinem neuen Video, hat er so ziemlich vieles verdreht, aus dem Kontext gerissen und sich so zurechtgebogen, dass es gerade in sein linksextremes Narrativ passt. Kognitiv, ich sag mal, nicht beeindruckt. Leider ist er da auch nicht in der Lage, aus seiner linksextremen Filterblase auszubrechen, in der er sich sehr einseitig informiert und blind der Regierungslinie folgt. Da kann man sich auch mal fragen, ich meine, Linksextreme sind doch immer gegen den Staat, aber natürlich jetzt die ganze Antifa, die sagen, hey, Maßnahmen sind wichtig, ist ein Killer-Virus, also voll auf Linie.
Leider habe ich das von vielen Linken und von vielen Linksextremen immer erlebt, dass man da nicht möchte, wie wir das auch am Beispiel von Korrektiv gesehen haben, dass man sich mit der anderen Seite einfach unterhält. Man möchte einfach lieber Feind bleiben, anstatt sich einfach mal unvoreingenommen und vor allem auch respektvoll miteinander zu unterhalten. Natürlich ist das nicht so einfach. Ich kenne das ja selbst von meinen Besuchen bei Fridays for Future oder Black Lives Matter. Natürlich bin ich da auch nicht vollkommen unvoreingenommen, aber man kann es ja immer mal probieren, wie gesagt. Und das ist auch gerade das Wichtigste, dass man seinen politischen Gegner oder einfach jemand, der eine andere Meinung vertritt, dass man ihm einfach respektvoll gegenübertritt. Wir sind alles nur Menschen, die alle geprägt von ihren Erfahrungen sind und sich einfach mal hinsetzt. Und wer weiß, vielleicht kann man voneinander lernen. Darum soll es doch gerade gehen. Also, warum geht Rezo nicht einfach mal auf so eine Demo und versucht damit den Leuten ins Gespräch zu kommen? Warum diskutiert er auch nicht einfach mal öffentlich mit einem von diesen ganz durchgeknallten Corona-Leugnern? Insofern, ich würde mich da auch zur Verfügung stellen. Lieber Rezo, wenn du das siehst, wie gesagt, ich bin jederzeit für ein öffentliches Gespräch zu haben. Auch wenn du sagst, hey, ich bin sehr, sehr tief in diesem Corona-Thema drin. Ich bin da eine ganz andere Meinung als du. Schreib mich gerne an. Ich glaube, das ist immer sehr spannend, auch für die Zuschauer zu sehen, wenn zwei verschiedene Positionen sich austauschen. Und natürlich ist es sehr einfach, immer nur zu sagen, ja, die Gefahr kommt nur von rechts. Wenn man sich das historisch anschaut, auch hier zum Beispiel im Schwarzbuch des Kommunismus, jede Diktatur hat sich immer der Ausgrenzung von Systemfeinden bedient. Dann waren es entweder die Klassenfeinde oder die Volksfeinde oder die Bourgeoisie. Es wurde immer ein Klima der Angst erzeugt. Das Recht auf freie Meinungsäußerung wurde immer mehr eingeschränkt, auf Versammlungsfreiheit. Und das sind alles Entwicklungen, die wir heute sehen. Aber Rezo sieht nur die Gefahr von rechts. Und natürlich nicht zu vergessen sind die psychologischen Mittel. Werde einfach auch mal Edward Bernays, Gustave Le Bon oder auch hier bei Biderman reinschaut. Der sieht, dass sich alle Diktaturen psychologischer Manipulation bedienen. Und genau das ist gerade auch das, was viele von diesen Corona-Kritikern sehen und auf die Straße treibt. Zum Schluss noch ein schöner Artikel vom Weltchefredakteur Poschardt. Die stoische Hinnahme der Einschränkung fundamentaler Freiheitsrechte hat ein Ausmaß angenommen, das schockierend ist. Auch die Tatsache, dass sich ein Autor diesen Satz dreimal überlegt, gehört dazu. Alle, die nicht in den Kontroll- und Überwachungsfetisch einwilligen, gelten als Covidioten. Auch dann, wenn sie mündig Einschränkungen mittragen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse explizit nicht in Abrede stellen, aber sich wünschen, dass über die Konsequenzen diskutiert wird. Autoritäre Reflexe treten in vielen Krisen auf. Früher kam der Impuls von rechts, heute eher von einer linken Mitte. Eine unselige Rolle spielt dabei eine Wissenschaftsgläubigkeit, die von eigenen Naturwissenschaftlern bedient wird. Das war's wieder von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt das gerne fleißig, gebt mir einen Daumen nach oben und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schaut auch gerne in meine anderen Videos rein, wenn ihr die noch nicht kennt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.